Unser Blick geht zunächst dabei nach Springe. Dort fand am Freitag zum 4. Mal die Sportgala statt, in der die besten Sportlerinnen und Sportler sowie die beste Sportmannschaft aus der Deisterstadt ausgezeichnet wurden. Die Mischung aus Sport- und Showereignis begeisterte auch in diesem Jahr die zahlreichen Gäste und einer von ihnen war Stefan Johansen. Bereits zum 4. Mal hat die neue Deister Zeitung den Springer Sportlern am Freitag den roten Teppich ausgerollt. Bei der Sportgala mit mehr als 400 Gästen in der festlich geschmückten Aula des Schulzentrums Süd in Springe wurden die Sportlerin, der Sportler und die Mannschaft des Jahres geehrt. Die Sportgala ist mittlerweile die wichtigste gesellschaftliche Veranstaltung der Stadt Springe im Jahreskalender. Besonders knapp fiel das Ergebnis bei den Sportlerinnen aus. Dressurreiterin Caroline Misere hatte ganze 6 Stimmen mehr als Tischtennis-Ass Martina Fieber und sicherte sich damit den Sieg. Ich denke mal, dass es jetzt so weitergeht, dass wir einfach an uns arbeiten, auch ohne Halle konditionell was tun, laufen gehen etc., Fitnessstudio und einfach die Zeit nutzen, die wir kriegen. Und ich denke, dass es uns weiterbringt, weil wir als Team so gut funktionieren und das sieht man auch, wie gesagt, 5. Platz in der ersten Bundesliga. Wenn wir das Spiel morgen gewinnen, können wir wieder auf den Platz 4 vorrücken, auf den Europapokalplatz und es läuft einfach alles sensationell. Eng war es bei den Mannschaften. 40 Stimmen fehlten den Fußballerinnen des SC Völksen, die in den letzten beiden Jahren vorne lagen. Sie mussten sich diesmal den Drittligaherren der HF Springe, die schon bei der ersten Sportgala Team des Jahres wurden, geschlagen geben. Bei den Einzelsportlern gab es einen Überraschungssieger. Mit fast 200 Stimmen mehr sicherte Mountainbiker Lukas Hoffmann sich den Sieg. Insgesamt wurden wieder fast 10.000 Stimmen für die Nominierten abgegeben.